Mir geht es gut, bin gesund und auch völlig entspannt. Doch was ihr tut, ohne Grund, ohne Recht und Verstand, widerspricht einem freien Land, so hab ich's einmal gelernt. Ja, und die Freiheit ist nur noch einen Pieks entfernt. Doch ich bin was ich will oder nicht, war mal mein gutes Recht. Doch höre ich was von Pflicht, wird mir einfach nur schlecht. Ich hab geglaubt, so eine Zeit kann nie wieder passieren. Ich bin bereit für Freiheit, doch nicht sie zu verlieren. Ich bleib mach mit, krempel meine Ärmel hoch. Doch schon 6 Monate später ist die Überraschung groß. Ich bin wieder ungeimpft. Mann, das Erste nicht ein, ja, hallo und ein herzliches Grüß Gott für eine weitere Sendung oder in einer weiteren Sendung Tatort Impfen. Heute wieder mit spannenden Redepartnern. Ich mache vorweg allerdings immer so einen kleinen Gedankengang, den ich vorschiebe. Ich bin wieder mal informiert worden von einem Ex-Patienten von mir, dass seine Tochter 17-jährig sich gegen Corona spritzen hat lassen und jetzt mit einer Myokarditis im Krankenhaus liegt. Die Spritze ist jetzt schon fast 1,5 Jahre zurück. Besteht ein Zusammenhang, besteht keiner? Diese Dinge werden jetzt immer offenkundiger, dass ein Zusammenhang besteht. Es werden immer mehr Studien gemacht, weil früher waren die Zahlen von Myokarditiden bei Jugendlichen extremst selten. Und wir haben hier einen deutlichen Anstieg von Herzbeschwerden, Herzinfarkte, Herzaneurysmen und so weiter und so fort. Also ganz, ganz schwerwiegende Sachen, aber vor allen Dingen eben die Myokarditis von Jugendlichen. Und eine Myokarditis bedeutet nie wieder Leistungssport. Man ist sein Leben lang eigentlich gehandicapt durch diese Myokarditis, weil Myokarditis bedeutet, dass der Herzmuskel, der entzündet ist, eine Vernarbung hinterlässt. Und eine Vernarbung bedeutet nicht mehr funktionierendes Herzmuskelgewebe, mit der Folge eben, dass diese armen Menschen, eben die armen Jugendlichen, keinen Hochleistungssport mehr treiben können. Und sie haben ja doch noch einige Jahre vor sich mit einem vorgeschädigten Herz. Was wird es in Zukunft bringen? All diese Fragen stellen sich natürlich jetzt diese jungen Leute, die gespritzt worden sind. Spannend in diesem Zusammenhang eben möchte ich auch noch erwähnen, ja, die jetzt inzwischen entschwärzten RKI-Files, die jetzt rausgeklagt worden sind durch Multipolar, wo eindeutig von diesen Nebenwirkungen, oder ist es vielleicht nicht eine Nebenwirkung, sondern die Hauptwirkung, tatsächlich eindeutig davon berichtet worden war, dass Herzerkrankungen, Herzmuskelentzündungen und so weiter auftreten können. Und trotzdem hat das Robert-Koch-Institut nichts wirklich unternommen, um die Regierung zu stoppen vor diesen Impfprogrammen, wie Lauterbach immer sagte, quasi nebenwirkungsfreie Impfungen. Er wusste davon, weil das Robert-Koch-Institut wusste davon, und es ist alles eine große Lüge gewesen, die den Leuten jetzt auf die Füße fällt, allen voran aber eben den Ärzten. Meine liebe Kollegin Dr. Carola Javid-Kistel aus Mexiko ist auch wieder heute in der Sendung. Hallo, liebe Carola.
Hallo, lieber Rolf, liebe Nicole, lieber Christian, liebe Zuschauer. Ja, also es ist wirklich dramatisch. Ich habe heute gerade was in meinem Kanal auch wieder geteilt, dass im Vereinigten Königreich Großbritannien jetzt wohl bekannt geworden ist, dass die Kinder und Jugendlichen, die Corona-Spritzen bekommen haben, eine erhöhte Sterblichkeit haben. Um 4.423% hat sich das erhöht. Das ist doch ein Wahnsinn, ja. Also letzte Woche gab es eine Meldung, dass ein 9-jähriger Junge in Deutschland beim Schulsport zusammengebrochen ist und gestorben ist. Und immer wieder diese Sportler, die umfallen, aber auch Pink, diese Sängerin Pink, hat jetzt auch Konzerte absagen müssen, hat auch vorher sehr viel Impfwerbung gemacht. Und hat gesagt, ja, nach der Impfung, mir ist kein dritter Arm gewachsen und nichts, aber jetzt ist sie krank und muss ihre Konzerte absagen. Lena Meyer-Landrut, vielleicht auch noch einigen bekannt, hat auch jetzt Konzerte absagen müssen, weil sie schwer krank ist, hat vorher sich auch für die Impfung mit eingesetzt. Also lauter solche Horrorgeschichten hört man. Ich habe gestern erst wieder oder vorgestern auch eine Beratung gemacht bei einem Mann, 70 Jahre alt, mit einem Prostatakarzinom, der jetzt so ein Turbokarzinom entwickelt hat nach seinen beiden Spritzen. Er hatte sich einmal Johnson & Johnson geben lassen, dann nochmal BioNTech, weil es wohl nicht gereicht hat. Und er war eben weltweit unterwegs, hat ein großes Unternehmen und hat jetzt einen Turbokrebs und die Sache hat schon gestreut in Lunge und Leber und Lymphknoten. Es ist ein Wahnsinn und jeden Tag hat man diese Nachrichten und immer noch werden die Leute, die Ärzte verfolgt, die vor der ganzen Sache gewarnt haben und immer noch werden die Ärzte hofiert, die weiterhin diese Spritzen empfehlen und das ist ein Wahnsinn. Ich Wir haben finde heute, es vor allen Dingen ganz spannend, Carola, lass mich da noch kurz einhaken, die Haltung der Leute, die sich spritzen haben lassen. Ja, es gibt wirklich immer noch Leute, die sagen, ja, Gott sei Dank bin ich 3 oder 4 oder 5 Mal gespritzt, sonst hätte ich meinen Herzinfarkt mit 26 nicht überlebt. Ja, die bringen also absolut 0,0 ihren Herzinfarkt mit 26 mit diesen 5 Spritzen oder 4 Spritzen, die sie bekommen haben, in Verbindung. Dabei ist es bekannt, ja. Und es ist vor allen Dingen auch bekannt eben durch die Robert-Koch-Institut-Files, dass die Ärzte das eigentlich hätten wissen müssen, dass wir keinerlei Infos zu Risiken und Nebenwirkungen hatten, wie Professor Ruck auch, glaube ich, oder hieß der Zug oder Ruck, ich glaube Ruck hieß der, der mal gesagt hat, Impfen ist eigentlich verfassungswidrig, weil wir hier in einem Blindflug unterwegs sind. Wir wissen nicht, was wir tun, weil wir über Risiken und Nebenwirkungen gar nicht aufklären können. Und bei der Corona-Spritze, die ja nicht wirklich eine Impfung war, sondern wirklich jetzt in Amerika auch anerkannt eine Biowaffe ist und war, wir Ärzte konnten gar nicht wissen, was für Nebenwirkungen diese Spritze mit sich bringt, weil der Beipackzettel, einen halben Quadratmeter groß, der war weiß, der war leer. Das stand nur oben in der Ecke, BioNTech Pfizer und sonst nichts. Der Zettel war leer. Und dann kann ein Arzt auch nicht ordentlich aufklären. Deswegen müsste theoretisch jeder Impfgeschädigte seinen Impfarzt anzeigen. Ja, das sehe ich einfach als eine Möglichkeit hier, dieses ganze Verbrechen letztlich an der Menschlichkeit auch eben aufzudecken. Aber Carola, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest gerade unsere Gäste vorstellen. Bitte, deine Ja, Bitte. ich wollte gerade auf alle Fälle erstmal die Nicole vorstellen, später dann noch den Christian Stoiber aus Österreich. Beide hatten wir schon mal in unserem Tatort Impfen drin, die Nicole als Impfgeschädigte, glaube ich, nach BioNTech-Impfung mehrfach. Und den Christian Stoiber als Gründer des Vereins damals Ungeimpft Blutspenden Österreich war es. Jetzt heißt es Mensch und Versorgung. Und das ist ganz, ganz spannend, weil wir da wirklich endlich mal in die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung reingehen und schauen können, was wir als Menschen jetzt selbst machen können, um diesem ganzen Unrecht da zu begegnen und wie wir selbst unsere eigene Gesundheit und die Gesundheit unserer Lieben auch schützen können. Ja, erstmal vielleicht nochmal die Nicole für die Leute, die sie noch nicht kennen. Eine Mutter und ehemalige Busfahrerin, die durch diese Spritzen und die Krankheit und auch die anfolgenden Anfeindungen eigentlich alles verloren hat. Nicole, vielleicht stellst du dich selbst noch mal kurz vor, kurz und knapp, was alles passiert ist und wie es dir im Moment jetzt geht. Ja, also ich habe mich ja im Juli 21 mit BioNTech impfen lassen und gleich nach 4 Stunden hatte ich die ersten Impfnebenwirkungen. Ja, und das schlich sich dann weiter. Das Gehen war fast nicht mehr möglich. Ich hatte einen Visus von 0,1. Mein Blick war starr nach rechts unten gerichtet. Ich hatte Doppelbilder. Meine Sprache war langsam und stotternd und stockend. Demenz ist sogar diagnostiziert worden. Muskelabbau, Muskelgelenk und Nervenschmerzen, das waren so die schlimmsten Sachen, aber es geht unzählig weiter.
Und ja, man wurde nicht ernst genommen, wie bei allen anderen auch, ne? Es wurde immer in die Psycho-Ecke geschoben oder in die Psycho-Schublade. Und ja, ich habe jetzt kürzlich versucht, mit den Ärzten, mit den Therapeuten nochmal Kontakt aufzunehmen. Ich habe versucht, das bewusst zu machen, dass sie eine Straftat begangen haben, erstmal mit dieser Impfung, die keine Impfung ist. Und auch dass sie mir diese Maske aufgezwungen haben. Bei meiner Hausarztpraxis musste ich draußen stehen bleiben, weil ich die Maske eben nicht vertragen habe. Und ja, 70 Minuten in der Eiseskälte. Und dann kam ich rein und sagte dann noch, ja, ich beantrage einen Heizpilz für draußen. Da wurde man auch noch blöde angepumpt. Und ich sag, so geht das nicht, ne? Das ist so kriminell, was ihr hier macht. Ja, irgendwann habe ich dann auch die Schnauze voll gehabt, habe die Maske aufgesetzt und hat auch nicht lange gedauert. Dann bin ich auch kollabiert und auch anschließend ins Krankenhaus gekommen. Das steht Gott sei Dank alles in den Berichten mit drinne, die ich dann anschließend von meinen Hausärzten abverlangt habe. Ja, nachdem ich dann darum gebeten habe, dass sie den Impfschaden melden sollten, haben sie dann tatsächlich zu mir gesagt, ich sollte mir doch eine andere Hausarztpraxis suchen, wenn ich mit denen nicht zufrieden bin. Ja, das ist definitiv. Sowas muss man anzeigen. Nach wie vor haben die noch die Infektionssprechstunde mit Maske und ich weiß nicht was alles. Die Leute müssen sich draußen anmelden, Maske aufsetzen, bevor sie das Gebäude betreten. Und dabei sind die RKI-Protokolle ja schon längst raus und alles schon offengelegt. Ne? Es ist Wahnsinn. Wie Ja. hat sich dein Arbeitnehmer verhalten und deine Krankenkasse? Ja, mein Arbeitnehmer, der hat mich gekündigt. Der Betriebsarzt meinte, ich wäre nicht mehr arbeitsfähig, obwohl ich zwischendurch ja wirklich wieder sehr gut auf die Beine gekommen bin. Und habe mir auch ein Attest von einem richtigen Verkehrsmediziner geholt. Und da waren meine Sehleistungen und auch meine kognitiven Leistungen sehr gut. Die waren mehr als begeistert davon. Aber mein Arbeitgeber wollte sich da nicht drauf einlassen. Der Betriebsarzt hat eben gesagt, ich wäre nicht arbeitsfähig und ja, hat mich daraufhin dann gekündigt. Allerdings bin ich denen auch auf die Schliche gekommen mit der Tarifflucht, die mein Arbeitgeber begeht. Und das war für die natürlich ein gefundenes oder ein Willkommensgeschenk, um mich rauszuschmeißen. Ich habe da Kündigungsschutzklage eingereicht, aber leider habe ich das auch verloren und ich habe kein Vertrauen mehr in irgendeinen Anwalt oder in irgendwelche Behörden, was jetzt auch wieder der Grund ist, dass ich mich nicht arbeitslos melden mag, weil mein Vertrauen wirklich dahin ist. Und ja, ich gehe lieber betteln, als dem Staat auf der Tasche zu liegen. Das ist wirklich so, ich bin ja nicht mehr krankenversichert, nicht sozialversichert. Diese Notfallkrankenversicherung, ne? Also ich muss dann immer hin und muss mir dann so einen blanken Zettel abholen und damit kann ich dann noch zum Arzt hingehen, was sie dann nachher als Diagnose oder sonst was da aufschreiben, damit sie mich behandeln können. Ich schätze mal wirklich psychisch oder sowas, keine Ahnung. Man muss ja Ja. dazu sagen, dass du in der ersten Sendung, als du bei uns warst, du warst, glaube ich, jetzt schon das dritte Mal, bist du heute drin. Da konntest du ganz, ganz schlecht sprechen. Ne? Also die Sprache war sehr gestört, noch das Sehen war sehr gestört und du bist auch noch damals am Rollator oder so gegangen. Also wir sind ja auf dich aufmerksam geworden, weil es eine Sendung gab im Norddeutschen Rundfunk, glaube ich, wo dein Fall auch mal da gezeigt wurde, auch wie du mit Maske sogar Physiotherapie machen musstest und so, ganz furchtbar. Das geht dir ja Gott sei Dank erstaunlich besser. Du hast auch eine BEMA-Therapie eine ganze Zeit gemacht. Du hast auch viele andere Sachen gemacht. Also vielleicht auch mal so ein bisschen, um den Impfgeschädigten Mut zu machen. Also man kann da doch ganz gut wieder rauskommen aus vielen Sachen, wenn man die richtigen Sachen macht, ne? Auf jeden Fall. Entgiften ist das A und O. Frequenzen, momentan mache ich mit dem MWO. Kommt mir auch sehr, sehr gut.
Und dann habe ich alles Mögliche versucht, von kolloidalem Silber, Borax, ja wirklich Löwenzahntee, ganz, ganz wichtig. Ich ernähre mich im Moment von meinem Garten. Ne? Super. Viel Geld ist ja nicht, also müssen dann die Pflanzen herhalten, Brennnessel und all solche Sachen. Es tut einem gut, ja. Also ich kann jedem nur sagen, probiert alles Mögliche aus, aber seid vorsichtig, lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten übers Ohr hauen. Da gibt es auch genug leider Gottes, die einem das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Es gibt günstige Möglichkeiten und Aber nicht dein das Schaden ist nach wie vor nicht als Impfschaden oder als, ne, Spritzschaden irgendwie diagnostiziert worden oder anerkannt worden. Du bekommst keine Rente, kein gar nichts. Und es ist schwierig. Wie hat deine Familie reagiert? Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Im Prinzip habe ich durch Corona schon viel Negatives erfahren. Ich habe trotzdem sehr darum gekämpft, die Familie zusammenzuhalten. Ich wollte Weihnachten gemeinsam mit der Familie feiern. Darum habe ich mich auch mit impfen lassen und auch, weil ich Angst hatte, nochmal wieder zu erkranken, weil ich war vorher krank und ich sage jetzt mal Corona, was auch immer das war. Auf jeden Fall ging es mir nicht so gut mit Atemluft und so weiter und war auch emotionslos, konnte nicht lachen und nicht weinen und nicht wütend sein. Das 13 Monate lang und da hatte ich auch Angst vor. Aber hauptsächlich auch wegen Weihnachten habe ich mich impfen lassen, weil ich mit der Familie feiern wollte. Und dann ist es doch ausgefallen, weil man durfte ja nur mit zwei Familien oder irgendwie so feiern. Und wir waren eine große Familie. Und ja, im Prinzip ist alles auseinandergebrochen. Und ich brauche das Thema quasi gar nicht ansprechen. Sie haben auch, was ich vermute, auch begriffen, dass ich recht habe. Sie erkennen, dass viele an Krebs erkranken, viele versterben, ja, Herzprobleme. Meine Tochter selber ist ja auch noch nicht bei einer Minute mit derselben Charge zusammengebrochen, sogar, ne? In Nordrhein-Westfalen ist ein 16-jähriger Junge an dieser Charge, an der gleichen Charge verstorben. Also die ist schon nicht ohne. Und ja, das wollen meine Kinder, auch wenn ich das immer wieder erwähne, nicht so gerne hören. Ja, es ist schwierig. Was mich am meisten an dieser ganzen Geschichte frappiert, ist natürlich die Haltung der Ärzte. Ja, also ich finde es echt bedauerlich, dass ein Arzt einen sofort der Praxis verweist und sagt, Sie müssen sich jetzt einen neuen Arzt suchen oder Sie haben hier nichts mehr zu suchen. Weil die Ärzte hätten doch die Gelegenheit zu sagen, wir sind ja auch nur eingespannt worden und die Regierung hat uns hier etwas aufgezwungen mitzumachen. Man hat es uns lecker gemacht, man hat uns gesagt, Lauterbach, auf den kann man sich ja beziehen. Ja, wir haben keine Nebenwirkungen und jetzt durch die RKI-Files und so weiter wissen wir ja, wir haben auch jetzt die Protokolle von BioNTech. Ja, jetzt steht ja alles niedergeschrieben, ja? Dass diese Haltung der Ärzte einfach da so ignorant und arrogant von oben herab den Patienten gegenüber immer wieder auftaucht, das ist für mich etwas, was unbegreiflich ist. Ja? Ja, sie Ja. müssen vor sich selbst legitimieren, dass sie so etwas getan haben. Und das heißt, sie müssen weitermachen, weil da letztendlich auch ihr Job dran hängt, ihr Ruf dran hängt. Und sie haben natürlich auch Angst, in Regress genommen zu werden und viel Geld zahlen zu müssen. Ne? Haben ja sich eine goldene Nase verdient mit den ganzen Spritzen. Ne? Und jetzt müssen sie es dann vielleicht zurückzahlen oder werden dann wirklich auch ihren Job los. Und deshalb müssen sie weitermachen. Und sie erpressen ja die Patienten weiterhin und sagen ja, wenn du jetzt sagst, du hast Long-Covid oder Post-Covid, dann kommst du hier in eine Studie rein oder dann kann ich das aufschreiben, dann kann ich dich behandeln. Aber sag bloß nicht, dass du einen Impfschaden hast. Ne? Ja, und die Erpresserei, das geht ja weiter. Das ist ein Wahnsinn. Ja, und das Ja, Schlimme, vielleicht kann sich der Christian auch mal gleich dazu ich finde noch äußern. schnell, Carola, ich Ja. finde das Schlimme noch daran, finde ich jetzt, dass die Patienten eben nach der ersten Instanz eben meistens ja kein Recht bekommen. Wir haben von jeher sehr, sehr schwer gehabt, Impfschadensanerkennung zu bekommen, wenn wir jetzt Tetanus oder Diphtherie oder sonst was geimpft worden sind und darauf einen Schaden erlitten haben. Das war schon immer sehr, sehr schwer. Aber jetzt eben ist es ja so offensichtlich, ja. Und dann kapitulieren die meisten Patienten eben nach oder die Impfgeschädigten nach eben der ersten Instanz, weil es ist ja auch teuer, diese Anwälte zu zahlen. Ich habe manche Patienten über 25 Jahre begleitet in diesen Impfschadensanerkennungsprozessen, die wirklich so lange dauern können.
Die meisten kapitulieren jetzt und damit bleibt ein Impfschaden eben kein Impfschaden, sondern er geht einfach in die Akten ein als nicht anerkannt, als unwahrscheinlich, als nicht naheliegend und so weiter. Und damit wird die Impfung als solches, jetzt die Corona-Spritze ist ja keine Impfung gewesen, sondern wirklich eine Biowaffe, ist die Impfung als solches eben wieder heilig gesprochen und bleibt einfach unter diesem Mystikum, dass es heilig ist. Ja? So, du wolltest jetzt Christoph reinholen, das finde ich sehr, Nee, sehr gut. Christian. Christian wollte ich Christian, reinholen. jawohl. Ja, weil der Christian da sicherlich einiges zu sagen hat. Auch er ist ja auch sehr aktiv gewesen, die ganze Zeit jetzt schon in Österreich. Er hat damals auch mit uns beiden schon Interviews gemacht und hat für einen alternativen Fernsehsender gearbeitet, dann, wie gesagt, Ungeimpft Österreich gegründet, damals Ungeimpft Blutspenden. Ne? Und jetzt holen wir ihn aber mal rein. Jetzt kann er mal richtig loslegen. Der ist sehr aktiv, der Christian. Ganz, ganz toll. Zunächst möchte ich mich bedanken für Ihre Einladung, wieder bei euch dabei sein zu dürfen, bei Bad Impfen. Ja, du hast recht, in der Tat, es hat sich sehr viel getan seit der Gründung unseres Vereines vor über 2 Jahren. Wie die meisten schon wissen, haben wir das Projekt Ungeimpft Blutspenden Österreich ins Leben gerufen, mit der Intuition oder mit dem Ziel, ungeimpften, also mRNA-ungeimpften Menschen im Falle eines Notfalles oder bei einer bevorstehenden OP ein ungeimpftes Blut zur Verfügung stellen zu können. Also sprich Blutspender oder Blutspenderinnen, ja, zu vermitteln. Ja, leider schaut es aber so aus, dass das bis dato nicht möglich ist, noch immer nicht. Also wir haben zwar einen Fall, wo es uns fast im Dezember voriges Jahres gelungen wäre. Auf das komme ich aber erst später. Also es funktioniert leider nicht, weil sich der Monopolapparat, Rotes Kreuz, Ministerien und so weiter, also sprich die ganze Lobby, wehrt sich selbstverständlich. Und eben jeder, der ein bisschen Einblick hat in die Materie, weiß, dass es sich hier um also wirklich einen gewaltigen Milliardenapparat handelt und die uns natürlich da nicht ranlassen wollen und auch bekämpfen wollen. Also wir haben schon Morddrohungen hinter uns, wir haben ja Pressebriefe hinter uns. Carola, du kennst mich schon ein bisschen besser. Ich bin ein Mensch, ich lasse mir da das Wort nicht verbieten und vor allem, was ich beginne, das mache ich auch zu Ende, unabhängig, wie es neben mir aussieht, hinter mir aussieht, vor mir aussieht. Ja, also ich verfolge strikt meine Ziele und die Intuition unseres Vereines ist ja eben mRNA-ungeimpfte Menschen in unseren Verein zu bringen als Mitglied, sie nebenbei noch zu schützen. Ja, also auf die Themen komme ich auch noch. Also wir mussten leider durch die Absage der Blutaufbereitung durch das Rote Kreuz, mussten wir natürlich umdisponieren und sehen, wie können wir unsere mRNA-ungeimpften Menschen insofern schützen, dass sie kein mRNA-Blut bekommen. Und hier haben wir Schutzprojekte eingerichtet. Ja, wir haben unzählige nachweisliche Fälle von Operationen unserer Mitglieder, ja, wo im Vorfeld erwähnt wurde, 3 Bluttransfusionen, 3 Blutkonserven oder 5 Blutkonserven und so weiter. Auch bei schwierigsten Herz-OPs, doppelte Herzklappe-Sanierung und so weiter, wurde kein einziges mRNA Blut verwendet aufgrund unserer Urgenzen in den Krankenhäusern, in den Kliniken. Ja, ich spreche sehr viel mit den höchsten Ärzten in den Kliniken, bis rauf zu den Juristen. Wir haben auch eine 5-seitige Patientenverfügung angelegt, die in Verbindung mit unserer Mitgliederkarte rechtsgültig ist. Ja, das heißt, diese Patientenverfügung wurde zu Beginn eher skeptisch betrachtet. Sie wurde nicht abgelehnt, aber sie wurde skeptisch betrachtet. Und wurde in allen Kliniken, wo eines unserer Mitglieder behandelt wurde, immer zur Rechtsabteilung gegeben, zur Prüfung, zur Rechtsprüfung. Und warum haben sie das gemacht? Weil diese Ärzte nur die standardmäßige Patientenverfügung, welche man über das Gesundheitsministerium herunterladen kann, kennen. Ja? Und ich betone es als Systempatientenverfügung, bringt nämlich dem Patienten in Wirklichkeit gar nichts, da nur Punkte ausgestellt oder ausgefüllt werden können, aber nie auf die wirklichen und wahren Wünsche des Patienten eingegangen wird. Das heißt, er hat auch keine Spalte, er hat auch gar keine Chance, irgendwo reinzuschreiben, er möchte keine mRNA-Impfung zum Beispiel oder er möchte ungeimpftes Blut.
Ja, im Falle einer OP. Das steht alles im System, in der Systempatientenverfügung nicht drinnen. Und daher haben wir uns die Mühe gemacht, eine Schutzpatientenverfügung anzufertigen, die sich jeder ausstellen kann, die, wie gesagt, nur in Verbindung mit unserer Mitgliederkarte rechtsgültig ist, sind durch sämtliche, also ich werde ein paar Kliniken aufzählen, und zwar die Universitäts-Kepler-Klinik in Linz zum Beispiel, die Uniklinik in Innsbruck, Uniklinik in Salzburg, in Klagenfurt, in Villach, ja, St. Pölten. Also im Prinzip in jedem Bundesland wurde das durch die Rechtsabteilung bewilligt, genehmigt. Es wurde auch für rechtskonform erachtet, und dadurch haben unsere Mitglieder vollsten Schutz gehabt, und es steht auch drinnen, sie dürfen keine Bluttransfusion von mRNA-geimpftem Blut bekommen. Das steht Euer eindeutig. Verein, mal kurze Zwischenfrage, euer Verein ist aber nicht nur für Österreicher, sondern auch, glaube ich, für Ganz Deutsche, Europa. Ganz halb Europa und Europa, international. ne? Und also in Italien hat zum Beispiel jetzt schon jemand das auch mal durchgeklagt, dass er kein mRNA-verseuchtes Blut transfundiert bekommen kann, ne? Also man kann es auch natürlich einklagen, aber da ja immer diese Pools gebildet werden, ist es schwierig. Das heißt, das wird heutzutage eigentlich, es wird ja nicht generell untersucht, ob jemand da Spike-Proteine ausscheidet oder gebildet hat oder wie auch immer. Das heißt, das Blut wird gar nicht auf die Sicherheit untersucht und dann wird viel miteinander gemischt. Also es ist hochgefährlich. Man kann sich aber auch durch eine Eigenblutspende, wenn das zum Beispiel eine Operation ist, die lange im Voraus geplant wird, kann man ja eine Eigenblutspende eventuell abgeben. Geht das noch? Ist das noch möglich? Leider nein. Es ist zwar offiziell laut Gesetz, sollte es möglich sein und sollte auch praktiziert werden. Nichtsdestotrotz, wir wissen doch aus der Corona-Zeit, wenn man ein bisschen rückblickt und in eine andere Sparte geht, da muss ich leider die Politik hernehmen. Ja? Es wurde alles rechtswidrig gemacht. Ja? Alles. Die ganzen Verordnungen waren in Österreich rechtswidrig. Ja? So, und es wurde verfassungswidrig gehandelt dadurch. Die Menschen wurden diskriminiert und diffamiert und so weiter, ja, wurden ihrer Freiheit beraubt. Und genau dasselbe ist jetzt auch mit dieser Eigenblutspende. Ja, sie sollten es durchführen, aber sie da dürfen es nicht durchführen. Ich habe mit Ärzten gesprochen, in den Unikliniken und so weiter. Das machen sie nicht mehr. Sie machen das einfach nicht mehr. Ich hab natürlich auch gefragt, weshalb sie das nicht machen. Weil das einfach Vorgabe ist, ja, seitens des Gesundheitsministeriums, sei es der Ärztekammer und sei es auch des Roten Kreuzes. Ja, das gibt es nicht. Nur, wir haben eines aber durchgesetzt. Wir als Verein für unsere Mitglieder, und zwar in der Linzer Kepler Uniklinik, für eine 34-jährige Patientin, die hat eine schwierige OP, eine 12-stündige Herz-OP hinter sich gebracht. Hier haben wir erreicht, mit dem Chirurgen und dem Primarius sich so zu verständigen, dass eine Autotransfusion durchgeführt wurde. Ja? Die als Ärztin, glaube ich, brauche ich es nicht erklären, aber vielleicht für die Zuseher ganz kurz. Eine Autotransfusion, hier wurde aus dem linken Arm das Blut entnommen, wurde durch eine Dialysemaschine gegeben, also durch eine laienhafte Reinigungsmaschine, und wurde über den anderen Arm wieder eingeleitet. Ja? Diese junge Dame hatte Todesangst. Wir haben urgiert, wirklich, wir waren noch 3 Wochen lang nur in Kontakt mit den Ärzten, und das muss so gemacht werden, das so gemacht werden, zum Schutze unseres Mitgliedes. Und die erfreut sich heute bester Gesundheit. Sie kann wieder joggen, sie kann wieder jeglichen Sport betreiben. Also das haben wir durchgesetzt, eine Autotransfusion. Chris, vielleicht erklärst du nochmal unserem Publikum, was ist an den Blutkonserven von gespritzten, gespikten Menschen denn verwerflich? Naja, die meisten wissen sowieso wegen den Spike-Proteinen sämtliche Fremdstoffe, Verunreinigungen. Und wir haben das ja zu Beginn der Impfung oder bevor überhaupt geimpft wurde, haben wir davor ja schon gewarnt. Seid doch vorsichtig mit den Fremdstoffen. Es kann passieren, dass diese Blutkonserven verklumpen und so weiter. Ja? Ich habe es euch beim letzten Tatort-Impfen schon mitgeteilt. Wir haben ja auch Insider bei den Blutspendezentralen in jedem Bundesland, welche sich nach wie vor nicht outen, aber es ist recht praktisch für uns. So können wir auch schnell handeln, wir können schnell neue Projekte bilden zum Schutz unserer Mitglieder. Und hier war es ja schon zu Corona-Zeiten, wie die dritte Impfung gekommen ist, wie sich die Leute das dritte Mal spritzen haben lassen. Ich sage auch nicht Impfung, ich sage eher ja, Gentherapie. Da wurde uns von den Insidern gesagt, sie mussten Hunderttausende
Konserven wegschmeißen, vernichten, da das Blut nicht mehr brauchbar war für eine Bluttransfusion. So verklumpt war das. Dickflüssig. Das wie ein Schmierl war das. Ja? Also so schaut das aus. Ja. Das passt ja ganz gut zusammen mit den Veröffentlichungen von der, war das eine Künstlerin oder eine Sportlerin? Ich weiß es nicht. Man hat ihr eine Thrombose entfernt, die aussah wie ein Geäst von einem wachsartigen oder gelartigen Zeug. Das war nicht wirklich ein Thrombus. Also die Chirurgen waren völlig entsetzt, was sie da aus den Adern rausgezogen haben. Und auch was Ryan Cole, der ja aus Amerika bekannt ist, der ja Präparator ist, also Pathologe, der eben Menschen, die abgelebt sind, eben präparieren. Die lassen sich ja da oft eben, ja, so wie fast mumifizieren. Und die kriegen das Blut rausgeholt. Und der hat auch Phänomene beschrieben, die man so bisher ja nie gesehen hat, dass das Blut wie Schlangen, wie Regenwürmer aus den Arterien gezogen werden musste. Das ist schon ganz grausig, wenn man sich das vorstellt, was mit dem Blut passiert von Menschen, die gespritzt worden sind. Aber eben für uns wichtig auch nochmal zu erwähnen, ist ja auch die genetische Veränderung, weil in Blutzellen werden ja auch Gene transportiert und die können dann wiederum unseren Körper einfach beeinflussen, dass sich hier wieder neue Gene bilden und dass wir dann plötzlich übers Blut anderer Menschen auch dann irgendwie gespiked sind. Und das ist etwas, was wovor viele Menschen halt einfach einen großen Respekt haben und Angst haben, dass das quasi einer Impfung über eine Bluttransfusion gleichkommt. Und deswegen ist das eine ganz, ganz feine Sache, was du da machst. Carola meldet sich zu Wort. Ja, ich wollte noch mal was sagen zu diesen Thrombosen oder Embolien mit diesen seltsamen Gebilden da drin. Also das hängt mit dieser Nanotechnologie zusammen, die wirklich definitiv in vielen dieser Spritzen drin war. Gerade die gefährlichen Scharen haben das eventuell wirklich mit verbreitet. Und diese Nanotechnologie sorgt dafür, dass im Körper quasi selbst wieder Sachen zusammengesetzt werden und dass Stoffe gebildet werden, wie bei so einem 3D-Drucker, die dann letztendlich auch die Gefäße verstopfen. Also das sind nicht normale Thrombosen, die da entstehen. Und die haben ja auch mal wieder gesagt, nee, alles, was wir sehen, wenn wir das jetzt histologisch aufbereiten, das sind keine normalen Thrombosen, die irgendwie durch eine normale Gerinnung entstehen. Ja? Und von daher ist das schon brandgefährlich und hochgefährlich, was da gemacht wurde. Und man weiß halt nicht, wie weit das natürlich auch bei Bluttransfusionen dann eventuell durch Reinigungsprozesse oder Filterprozesse überhaupt ausgefiltert werden kann. Ne? Das ist wirklich brandgefährlich. Ich habe bis jetzt allen Patienten, die ich hatte, die gesagt haben, aber mein HB ist so niedrig und ich habe eine Anämie und ich habe kein Ferritin mehr und mir steht eine OP bevor und jetzt sagen die, ich muss unbedingt eine Transfusion bekommen, habe ich gesagt, jetzt wartet erstmal ab. Wenn das keine lebensnotwendige OP ist, dann macht doch das und das und das und das. Ich habe gesagt, ihr nehmt Kräuterblutsaft, Chloralix-Kräuterblutsaft, ihr trinkt Rote-Bete-Saft, ihr trinkt Brennnesseltee und Brennnesselsaft und nehmt Ferrum-Phosphorik und alles, was blutbildend ist. Und dann guckt ihr einfach mal, wie das dann in 2 oder 3 oder 4 Wochen aussieht. Und bis jetzt habe ich immer gesehen, dass der HB-Wert dann wieder angestiegen ist, dass der dann eben nicht mehr bei 8 war oder bei 7 und die Ärzte nicht mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Bei normalen Menschen, die nicht gespritzt sind, kommt das wieder in Gang. Schwieriger ist es natürlich bei Leuten, die Tumorerkrankungen haben, jetzt, ne, auf, also Turbokrebs zum Beispiel nach diesen Spritzen und die dann in der Tumoranämie dann auch drin sind, da wird es schwierig. Aber wenn die dann jetzt noch gespritztes Blut da drauf kriegen, dann also ja, Gnade wehen Gott, das ist fatal. Ne? Aber genau das wird gemacht und da hängt viel, viel Geld dran. Und wie gesagt, das Rote Kreuz, das Deutsche Rote Kreuz, ich war früher auch Mitglied, das macht nichts Gutes da in der Hinsicht. Ne? Das ist leider Gottes so, dass das alles ein Haufen Geldschneiderei. Ne? Das hängt viel. Viel Profit dran. Um das noch ergänzend zu erwähnen, Carola, weil du es ja gerade sagst, ab welchem HB sollte man transfundieren? Das ist ja, gibt es ja gerade im Bereich der Geburtsheilkunde, sagt man Geburtsheilkunde, also von Frauen, die entbunden haben, verlieren ja oft sehr viel Blut. Und da gibt es so große Unterschiede, wie Ärzte damit umgehen. Bei meiner Frau war es zum Beispiel so, die hatte ein HB von 10. Und dann haben die gleich angefangen, wir müssen eine Transfusion machen. Nicht? Ich habe gesagt, John Wayne ist mit einem HB von 4 durch die Wüste geritten und hat keine Bluttransfusion bekommen. Und wir können das Ganze ja auch eben homöopathisch begleiten. Es gibt zum Beispiel dieses Arzneimittel China, was eben ganz besonders durch Schwäche, durch Säfteverlust ja auch einen hohen Stellenwert hat. Und natürlich mit Supplements, mit Nahrungsergänzungsmitteln können wir hier ganz schnell einen Blutaufbau wieder bewirken. Also von daher gesehen,
Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Man muss nicht bei einem HB von 10 jetzt oder bei 9 schon gleich panisch werden und losrennen. Ja, Chris, du hattest dich gemeldet. Ja, ich wollte nur noch das Beispiel bringen aus Klagenfurt betreffend des Roten Kreuzes der Blutaufbereitung. Hier betreuten wir vergangenes Jahr im November einen 73-jährigen Mann, ebenfalls zwei Herzklappensanierungen vor sich. Ja, der Chirurg war ein ganz netter Mann, ein gebürtiger Ungar, aber ein sehr guter Chirurg. Übrigens auch in der Kepler-Klinik war er an und dazu mal Oberarzt, ja, also sehr kompetent. Und ja, der hat mir gesagt, ich solle einfach in Kärnten anrufen bei der Blutspendenzentrale mit diesen und diesen Herren, also sprich mit dem obersten Chef sprechen, ob sie unsere vermittelten Blutspender nehmen und das Blut aufbereiten für die OP, die circa eine Woche später vonstatten gegangen ist. Ja, ich habe mit diesen Herren sehr, sehr nett gesprochen, circa eine, ja, ich sag mal, halbe, dreiviertel Stunde. Ja, und er sagt: Wissen Sie was? Ich werde sehen, wie wir das machen. Wie viel Bluttransfusionen braucht dieser Mann? Und wie viele Menschen würden Sie schicken mit der gleichen Blutgruppe? So, okay, er braucht 4 Bluttransfusionen circa. Wir werden Ihnen 8 bis 12 schicken. Ja, aus dem einen Grund, es kann ja sein, dass vielleicht eine Blutkonserve nicht tauglich ist, die nicht transferiert werden darf und so weiter. Also wir schicken dann immer mehr, mindestens die Hälfte mehr oder sogar 2 Drittel mehr. Ja, so. Und er sagt, ja, ich melde mich in Kürze bei Ihnen und wir besprechen das weitere Vorgehen. Circa 30 Minuten später ruft mich der Herr an und sagt, es tut mir leid, von mir aus wäre es kein Problem gewesen, diesen älteren Herrn zu helfen. Aber die Bundesblutspendezentrale in Wien hat ihn zurückgepfiffen. Ja? Also das finde ich sehr beschämend. Ich finde das sehr traurig, dass hier, ich habe im Übrigen auch eine Sprachnachricht von einer Ärztin von der Bundesblutspendezentrale in Wien, welche eindeutig gesagt hat, ja, wir kennen Ihren Verein in ganz Österreich und überall in den Blutspendezentralen gibt es Order, unsere mRNA-ungeimpften Blutspender nicht zur Vermittlung anzunehmen. Ja, also das ist, ich weiß nicht, was man da sagen soll, aber es ist ganz, ganz schlimm. Und aufgrund dessen, das ist ganz kurz, ich komme jetzt zu dem Thema mal kurz zum Schluss, aber deswegen haben wir es uns zum Ziel gemacht, wenn es so nicht geht, dann werden wir uns in der Verhinderung von Bluttransfusionen profilieren. Und das setzen wir schon sehr, sehr erfolgreich durch. Denn wie du schon gesagt hast, Rolf, es muss nicht überall eine Bluttransfusion sein. Ich halte auch sehr viele Vorträge in Österreich. Ein Vortrag dauert circa 3 Stunden. Also ich muss das Ganze jetzt ein bisschen in Kürze bei euch reinbringen. Und hier verweise ich auch auf das Video Böses Blut. Ja? Eben wegen den Genen und so weiter. Ja, also weil die Menschen sagen, ihr dürft uns aber nicht belügen. Nein, das machen wir nicht. Wir reden mit jedem Menschen ganz offen, ganz ehrlich. Wir sagen nicht, es ist gut, es ist schlecht. Wir sagen auch nicht, ja, wir können vermitteln und die Menschen kommen zu uns als Mitglied und sind dann enttäuscht. Also das brauchen wir nicht. Wir suchen eine tolle Zusammenarbeit mit den Mitgliedern. Und die können sich auf uns auch verlassen. Ja, also es ist alles nachweislich. Viele fragen, wieso könnt ihr das machen? Ganz einfach, weil unsere Mitglieder in einem Forschungs- und Schutzprojekt sind, im Sinne der persönlichen, positiven Gesundheitsentwicklung und zum Erhalt der eigenen persönlichen Unversehrtheit. Ja, und somit in einem eigenen Recht. Wir sind in einem eigenen unabhängigen Rechtsraum mit unserem Verein. In welchem öffentliches Recht im Sinne unserer Statuten und unserer Projekte nicht anzuwenden ist. Ja, das heißt, wir schützen damit aber auch Ärzte. Ja, wir können uns ja erinnern mit der Maskenpflicht, mit Maskenattesten, wegen der PCR-Maske, wie viele Ärzte die Approbation verloren haben. Hier sind wir schon ganz stark, ja, dass die Ärzte keine Atteste mehr ausstellen brauchen. Am besten zu uns schicken. Unsere Karte ist das Attest. Ja, das ist legitim. Wir sind bekannt beim Gesundheitsministerium. Es gefällt Ihnen nicht. Sie wissen aber, Sie können nichts machen, weil alles laut Statuten geregelt ist.
Also das möchte ich nur darauf hinweisen an alle, die zuhören. Bitte, wenn wieder im Herbst ist ja schon wieder geplant, diese Vogelgrippe oder Flirtvirus oder wie auch immer, das wissen wir ja schon alles. Und dann könnte es auch wieder sein, in Österreich hat eine Expertin wieder gemeint, wir sollen wieder Maske tragen. Und das ist sicher nicht notwendig. Wir wissen alle, dass das nicht gesund ist und nicht förderlich ist und auch gar nicht hilft. Und hier können wir nur appellieren, bitte, bevor ihr zu einem Arzt geht, diesen Arzt, der es gut meint, der ein ehrlicher Mensch ist, für Gerechtigkeit steht, bitte nicht zu gefährden, dass er seine Approbation verliert. Ja, wir sollten aus Corona Nicht nur gelernt seine haben. Approbation verliert, sondern ins Gefängnis geht, seine komplette Existenz Das verliert ist ja und das Nächste, ja, genau. ja letztendlich. Ja, und hier schützen wir die Menschen, ja. Und die Ärzte natürlich. Ja, Ärzte, die einen Gerechtigkeitssinn haben, wie wir, unser Verein. Wir wollen ja nichts anderes erreichen als Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, ja, die Menschen wieder so zu behandeln, wie es sich gehört, das Gesundheitssystem wieder in die richtigen Bahnen bringen. Ja, korrupte Menschen, müssen wir schauen, dass das wegkommt irgendwann. Und da müssen wir eben rigoros arbeiten, auch wenn es sehr, sehr schwer ist. Ja. Wie sieht es bei euch aus mit, wie steht euer Verein dann zu Organspende und Vermeidung von Organspende oder Vermeidung natürlich auch von Organspende? Wenn ich jetzt selbst nierengeschädigt bin und an der Dialyse hänge, dass ich natürlich dann wahrscheinlich das Organ eines mRNA-verseuchten Menschen eventuell bekommen Mit könnte. Organspenden haben wir nichts am Hut. Ja, also nicht einmal irgendwie, haben nicht einmal nur im Stillen daran gedacht, denn unser Spektrum mit den ungeimpften Blutspenden, dann die ganzen Forschungs- und Schutzprojekte für Kinder, Jugendliche, Senioren, Familien und so weiter, ja, die wir sehr erfolgreich in der Öffentlichkeit seit Corona umgesetzt haben. Also wir reden nicht mehr von der Theorie wie beim ersten Mal. Hier braucht man über Organspendevermittlungen und solche Sachen gar nicht sprechen. Im Übrigen ich selbst. Ja, ich selbst bin ja auch als Organspender nicht drinnen. Ich habe mich nicht zur Verfügung gestellt. Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ich sehe es auch nicht ein, wenn mRNA gespikte oder gespritzte Menschen hier großzügig ihre Organe zur Verfügung stellen und dann andere wirklich gefährden, die geimpft sind. Also für das habe ich nichts übrig. Ja, auch das ist ja ein Riesengeschäft mit der Organspende, ne? Und Ja, auch durch, auch den da möchte ich noch dazu potenziellen sagen. Organspendern, die vielleicht noch gar nicht richtig tot sind. Letztendlich werden die Organe entnommen, ohne Betäubung, ohne irgendetwas, weil die sagen, die sind ja sowieso hirntot. Das ist alles ja ein riesengroßes Geschäft und ein riesengroßes, also ein Verbrechen. Das ist kriminell, was da passiert weltweit, ne? Zu den Kärntner Fall möchte ich noch sagen, zu der Blutspendenzentrale in Kärnten, ja. Wir haben diesen Herrn angeboten, weil er ja fragte, was kostet eine Blutkonserve über uns, also sprich, wenn wir vermitteln, ja. Und wir haben, das ist ja auch das Traurige, wir haben ihm gesagt, wir wollen kein Geld. Wir wollen einfach unserem Mitglied ein ungeimpftes Blut zur Verfügung stellen. Also sprich, das Rote Kreuz selbst hätte ja theoretisch, aber auch praktisch nehme ich an, von uns die vermittelten mRNA-ungeimpften Blutspender das Blut abnehmen können, also eine Konserve geben können und vom Krankenhaus, wie es üblich ist, ihren Beitrag zu bekommen. Ja? Also wir haben unsere Mitglieder gratis zur Verfügung gestellt und wurden trotzdem abgelehnt. Also wir verlangen nichts, das möchte ich auch gleich sagen. Das ist nicht unsere Intuition. Aber es ist traurig, dass sie trotzdem, wenn sie auch was, ich sage mal, in der heutigen Zeit muss man ja schon sagen, gesundes Blut bekommt, gratis bekommen, aber nicht das Blut annehmen wollen. Das finde ich schlimm. Wie hoch ist denn der Mitgliedsbeitrag bei euch, vor Ja, einem Jahr? wir haben zwei Varianten. Wir haben eine normale Standardvariante. Ja, im Übrigen den Mitgliedsbeitrag, das findet man alles in der Homepage. Ja? Aber wir haben zwei Varianten. Die Standardvariante ist natürlich, die 1 und die 2er ist gleich, das, was ich jetzt erwähnen werde, drinnen ist. Und zwar, wir urgieren für jedes Mitglied. Ja? Wir schützen sie, sprich in Schulen, Kinder in Schulen, Lehrlinge bei Lehrherren, Angestellte, Arbeiter in den Firmen. Ja? Und hier schützen wir, wenn hier Zwang ausgeübt wird und gesundheitsgefährdende Maßnahmen durch Firmen gefordert werden, gegenüber einem Mitarbeiter und so weiter. Ja, hier schützen wir Urgänzen vor OPs, also vor Operationen.
Ja, wir begleiten die Mitglieder, auch die Angehörigen, bis zum Abschluss dieser Operation oder sprich dieser Behandlung. Ja, übrigens ganz kurz, in Innsbruck haben wir einen Herrn gehabt, vor 2 Jahren, also da waren wir ziemlich frisch als Verein, der hat sich den Oberschenkelhals gebrochen, wurde in die Uniklinik Innsbruck eingeliefert. Hier urgierten wir, er darf kein Blut bekommen, er darf keine Maske tragen, kein PCR-Test und so weiter. Ja, wurde brav gemacht. 2 Monate später musste er nach Vorarlberg ins Montafon zur Reha. Ja? Und diese Reha hatte circa 250 Reha-Patienten. Ja? Und Maskenpflicht, PCR-Testpflicht und zweimal in der Woche testen. Ja? So, seine Frau hat mich angerufen und hat gesagt: Christian, bitte kannst du helfen? Mein Mann muss morgen um 7 Uhr in der Früh zur Reha. Ja, ich habe um 23 Uhr an einem Sonntag noch urgiert an die Klinikleitung. Am nächsten Tag um 7 Uhr geht der Patient in die Klinik. Der Klinikchef empfängt ihn mit bösem Gesicht und sagt: Herr so und so, wir haben einen Brief oder eine Urgenz von einem Verein bekommen. Mit strengem Ton, aber das interessiert mich nicht. Setzt aber den Satz fort in einem Zug und erwähnt: Ja, aber Sie brauchen keine PCR-Maske tragen, Sie brauchen auch nicht testen. Und dasselbe gilt auch für Ihre Besucher. So, dieser Patient, also dieses Mitglied von uns, war von 250 Patienten, also im Prinzip, also 249 mussten Maske tragen, zweimal in der Woche PCR testen und die Besucher mussten auch, er war der Einzige ohne Maske und ohne Test. Das setzen wir durch. Ja, da sind wir sehr konsequent, da sind wir auch beinhart. Die Statuten geben das her. Wir würden nie jemanden sagen, ja, wir sind der beste Verein oder wir schaffen ja alles. Es gibt natürlich auch Tiefschläge, wie wir ja da jetzt gehört haben, wegen der Vermittlung von Blutspendern. Ja. Es gibt Tiefschläge, aber man muss weitermachen. Ja, und man muss immer am Boden der Tatsachen bleiben. Man darf auch nicht übertreiben. Ja, jetzt haben wir ein paar Menschen gefragt, was ist, wenn wir wieder auf eine Demo gängen im Herbst und da ist Maskenpflicht im Freien vielleicht. Ja, hier haben wir schon vorgebeugt, dass wir alle, also erstens einmal die Bundespolizeidirektion, das heißt bei uns in Österreich, die Bundespolizeidirektion, das ist die oberste Behörde der Gesamtpolizeistandort in Österreich. Dann werden die Landespolizeidirektionen angeschrieben, denen wird auch unser Ausweis wird da mitgesendet und dass diese Menschen, wenn sie bei einer Demo sind und ein Mitglied unsere Karte herzeigt, darf dieser nicht behördlich aufgenommen werden. Ganz einfach. Kein Name, keine Anzeige, gar nichts. Ja, wir haben jetzt einen Fall gehabt, Anzeige, die haben wir bei Einspruch gewonnen. Die Frage ist halt Diese Karte dann auch für Deutschland? Habt ihr die auch für Deutschland einfach. freigeschaltet sozusagen? Und wird das auch in Deutschland anerkannt? Wie viele Deutsche habt ihr überhaupt in eurem Verein? Von Deutschland circa 500. Circa Mhm. 500 und gesamt sind wir in einem mittleren vierstelligen Bereich. Ja, wir haben Sonst aus für eure Italien, Wohnung? Ja. Mhm. Slowakei, Tschechien, Ungarn haben wir auch schon dabei. Also ganz Europa kann dazukommen. Es ist überhaupt kein Thema. Es ist ein internationales Statut. Das gilt international. Ja. Ja. Sagst du eure Homepage nochmal an? Die wird dann auch sicherlich eingeblendet von der Regie. Das wäre www.mv-und, entschuldigen, noch einmal, www.mv-mensch-und-gesundheit.de. Gut. Also wir blenden das auf alle Fälle ein. Wir schicken das. Wenn Menschen Anfragen haben, bitte, bitte per E-Mail, das ist dasselbe, nur vorne, office@mv-mensch-und-versorgung.com. Ja. Ja, das ist die E-Mail-Adresse. Und ich möchte euch nur zeigen, wie unsere Mitgliederkarte aussieht. Ja, die schaut so aus. Seht ihr die? Warte mal, wo kann man hier so? Ja. Das ist unsere Mitgliederkarte vorne. Da sind auch die Blutgruppen angeführt. Ja, Blutgruppe, der Name, die Adresse, dann natürlich auch die Mitgliedernummer und so weiter. Und auf der Rückseite habt ihr einen QR-Code. Ja, dieser QR-Code, den kann man scannen in den Krankenhäusern. Und dieser QR-Code, da haben wir unser Vereinrechtliches drinnen. Das heißt, an was sich die Ärzte richten müssen und was sie machen dürfen und was nicht.
Ja, das kann man auch in der Homepage nachlesen, unter Vereinsrechtliches. Ja. Und gibt es auch sowas wie Familienmitgliedschaften? Also wenn einer Mitglied ist, dass dann die ganze Familie mit sozusagen Nein, das aktiv geht, nein, 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 das geht leider nicht, ist? weil Nur Sektor-Mitglied werden. jeder bekommt eine eigene personalisierte Mitgliederkarte. Ich empfehle auch jedem, der dann diese Karte hat, auch die Patientenverfügung auszudrucken. Die findet ihr auf der Homepage, im PDF-Datei, die kann er runterladen, ausdrucken, ausfüllen, mit der Mitgliedernummer vermerken. Ja, diese Patientenverfügung am besten bei einem, egal bei welchem Arzt, bei einem praktischen Arzt, bei einem Facharzt, in einer Klinik einscannen lassen, registrieren lassen und somit liegt die Patientenverfügung auf und er ist wirklich geschützt. Ja, die Ärzte, ich kann euch wirklich sagen, wir haben Patienten, die legen die Patientenverfügung hin. Die Ärzte lesen das, sind momentan teilweise erstarrt, denn der Text ist nicht so geschmeidig, muss ich so sagen. Er ist nicht unhöflich, aber er ist konsequent und laut unseren Statuten ausgestellt. Ja. Die behandeln unsere Patienten wie rohe Eier. Ja. Ganz besonnen, ganz diplomatisch, sehr, sehr nett, sehr, sehr höflich. Wir haben ein paar Patienten gehabt, ich traue mir die Karte nicht herzeigen. Na, wieso nicht? Für was bist du Mitglied bei uns? Ja, wir machen alles, damit unsere Mitglieder den optimalsten Schutz in jeder Hinsicht haben. Ja, und dabei sind wir mit diesen ganzen Themen ja noch lange nicht fertig. Laut Statuten könnten wir noch weit mehr machen. Wir werden sehen, was sich ab Herbst wieder abspielt. Und dann können wir individuell dementsprechend wieder neue Projekte ins Leben rufen. Die beschließen wir in unserem Präsidium und sind rechtswirksam. Chris, ich habe mal eine Frage und zwar, ich hänge immer noch an dieser Sache, dass Wien, diese Blutspendeverwaltungsbehörde dort, einfach so von oben herab diktiert, von Ungeimpften kein Blut zu nehmen. Das ist ja ein Ding, das geht ja eigentlich überhaupt nicht, dass man das Blut von infizierten Menschen, zum Beispiel mit HIV oder Hepatitis B oder so, nicht genommen hat. Das war ja schon ein Ding, dass man da überhaupt schon sowas mal in die Wege geleitet hat. Aber dass man jetzt von Menschen, die gesund sind, das Blut einfach ablehnt, finde ich schon ein starkes Stück. Habt ihr rechtliche Schritte einmal dagegen eingeleitet? Das würde mich sehr interessieren. Momentan noch nicht. Wir sind dabei, auch noch einige Sachen zusammenzusammeln. Ja, weil man braucht ja, wenn, dann machen wir das gleich, ich würde sagen, ordentlich mit einem Fall oder zwei Fälle zur Zeit. Das bringt uns ja nichts. Ja. Aber wir werden es auf alle Fälle in Evidenz behalten und irgendwann auch dementsprechend vorgehen versuchen. Genauso wie wir das auch machen werden von Mitgliedern, welche zum Beispiel zu Masken tragen gezwungen werden, Impfzwang, PCR-Testzwang, das kommt ja alles auch noch. Und hier haben wir die zweite Variante und die ist mit Rechtsschutz. Ja? Also die erste Variante, die 1- und 2er-Variante umfasst alle Schutzobjekte, die wir haben oder Schutzthemen, die wir haben. Aber mit der 2er-Variante sollte es rechtliche Dinge geben, Belange geben oder Streitigkeiten geben. Hier ist die Variante 2. Rechtsgültig. Ja, das ist natürlich der Mitgliedsbeitrag, ist eine Spur höher. Ja. Was ich Wie ist noch. das mit den elektronischen Impfpässen und wie ist das mit Impfunfähigkeitsbescheinigungen oder so? Könnt ihr da auch irgendetwas machen? Weil der elektronische Impfpass ist ja jetzt für Österreich dann auch quasi zwingend vorgeschrieben. Ich glaube, ab Herbst oder so. Ich weiß gar nicht. Ja, das berührt uns aber nicht. Das berührt uns nicht. Die Mitglieder befinden sich, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, in einem eigenen unabhängigen Rechtsraum. Ja. Jeder Verein ist ein eigener Rechtsraum. Nur es kommt auf die Statuten drauf an. Ja? Unsere Statuten befassen sich mit Gesundheit, Wissenschaft, Forschung und Umweltschutz. So, der Generalausdruck Wissenschaft ist breitflächig. Ja, Forschung weit und breitflächig. Ja, Gesundheit, das kann ich ausdehnen, wie ich es benötige, mit den Statuten legitim zu bleiben und die Mitglieder können und dürfen von niemandem im Sinne unserer Projekte genötigt werden, sich impfen zu lassen oder sonstiges Gesundheitsgefährdende auf sie zukommen zu lassen. Das müssen sie nicht. Und beim Impfpass ist es dann das Gleiche. Wie das dann funktioniert, da müssen wir noch ein bisschen, ich sage mal, man muss ja auch immer nachdenken. Nicht? Wie kann man aus der Sache leichter rauskommen und legitim rauskommen? Ja? Die Da Frage denken wir ist, schon. Entschuldige, ja, sprich noch zu Ende.
Ja, ich sage, da denken wir immer schon sehr wohl nach, bevor wir etwas machen, dann muss das Hände und Füße haben. Ja, wir wollen uns natürlich auch nicht rechtlich in irgendeine Ecke stellen lassen oder irgendwo angreifbar werden lassen. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir denken ganz genau nach. Wir haben auch Anwälte, mit welchen wir sprechen, die uns auch dieses oder jenes empfehlen. Vielleicht nicht direkt so zu machen, vielleicht indirekt zu machen, viele Dinge vielleicht nicht zu beschreiben, sondern umzuschreiben, also zu umschreiben. Mit den Umschreiben sind wir eigentlich bis jetzt immer am besten gefahren. Ja, die Ja. Frage wird ja sein, wenn wieder neue Maßnahmen hochgefahren würden, jetzt im Herbst einmal natürlich, lieber Zuschauer, auch was würdest du tun? Würdest du wieder mitmachen? Würdest du wieder Maske tragen, wenn es verlangt wird in einem Supermarkt? Oder was würdest du tun, lieber Lehrer, wenn wieder Maskenpflicht für die Kinder verordnet werden würde? Das ist die eine Frage eben, wie weit wird sich das nochmal durchsetzen lassen, weil die Menschen ja doch inzwischen relativ aufgeklärt sind. Viele kennen die RKI-Files, auch wenn sie sich auf der Straße nicht zeigen. Ich denke, der Großteil der Bevölkerung ist dementsprechend aufgeklärt. Was mich jetzt noch interessieren würde, Chris, ist, wenn jetzt einer gespritzt ist und trotzdem jetzt in diesen Verein möchte, weil er eben nicht mehr gespritzt werden wollen würde oder keine Maske mehr tragen wollen würde, weil er jetzt eben einsichtig geworden ist, ich habe einen Scheiß gemacht, ich habe meine Gesundheit ruiniert und ich würde jetzt einfach mich irgendwie wegducken und in euren Verein jetzt mit rein. Ist das möglich oder wie siehst du das? Ich meine, Blutspenden ist klar, die sollten jetzt kein Blut spenden, aber wie ist es da? Ja, es ist folgendes, wir haben das ja wie wir das Projekt gegründet haben, bekam ich einen regelrechten Shitstorm auf Telegram, auf Facebook und so weiter, weil es eine Frechheit sei, dass wir nur mRNA-ungeimpfte Menschen als potenzielle Blutspender und Empfänger annehmen und damit die Gesellschaft spalten würden. Selbstverständlich haben, ja, das ist kein Scherz, das ist Tatsache, ja. Und das waren hauptsächlich mRNA-geimpfte Personen. Und wir haben natürlich sofort reagiert und haben sofort auch publiziert. Selbstverständlich kann ein mRNA-geimpfter Mensch bei uns im Verein dabei sein, als Mitglied werden. Der Anfangsintuition war ja zumindest, mRNA-geimpftes Blut zu empfangen, also quasi als Empfänger sich zu registrieren. Als Spender ist er natürlich ausgeschlossen. Ja, jetzt dadurch, dass die Zuseher mitbekommen haben, dass es leider ja noch nicht geht, die Vermittlung von Blutspendern, kann ich es Ihnen aber trotzdem empfehlen, auch Geimpfte bei uns teilzunehmen, denn die Schutz- und Forschungsprojekte sind ganz wichtig. Ja? Also man darf sich nicht nur auf das Ungeimpft Blutspenden Österreich versteifen, sondern wir haben so viele tolle Projekte, die man in naher Zukunft oder in weiterer Zukunft genießen sollte beziehungsweise wahrnehmen sollte. Denn niemand kann dir dann helfen. Ja, also ich kann das nur empfehlen, hier, weil wie gesagt, im rechtlichen Sinne jedem Unterstützung bieten können und die schwere Zeit, die vielleicht wieder auf uns zukommt, oder noch schwerere Zeiten, hier den Menschen eher mehr Ruhe zu geben. Ja? Mein Stress passiert, wird sowieso passieren, aber dass die Menschen wissen, ja, der Verein schützt, der Verein macht was, wir sind auch kein Verein, der nur redet und redet und redet und voraussagt, sondern wir tun auch etwas. Ja, wir tun laufen. Und ich möchte zusehen aber auch noch sagen, Sie sollen nicht, ich sage mal, ungehalten sein, wenn Sie heute eine E-Mail schreiben und ich antworte vielleicht erst am nächsten Tag. Wir machen unsere Tätigkeit ehrenamtlich in diesem Verein und sind hauptberuflich ganz anders unterwegs. Ja, heute war ich zum Beispiel in Kärnten wieder auf einer Baustelle und trotzdem, also bitte nicht ungeduldig sein, wenn man nicht gleich eine E-Mail bekommt oder wenn mich jemand per Social Media Kanäle anschreibt und ich antworte einfach nicht. Ich habe auch meinen Beruf und wir opfern sehr viel Freizeit, wir opfern sehr viel Wochenenden. Freitag wird immer alles zusammengesammelt, die ganzen Registrierungen. Registrieren kann man sich übrigens in Online-Registrierformularen in unserer Homepage. Ja, und hier bearbeiten wir die Registrierungen. Am Samstag werden dann sämtliche Mitgliederkarten gedruckt und am Montag werden diese per Post versendet. Ja, also wir sind sehr, sehr flott unterwegs, obwohl in der Homepage zwar drinnen steht, 2 bis 4 Wochen bis Erhalt der Karte. In der Regel bekommt das jeder circa 3 bis 4 Tage später.
Ja, also bitte nicht ungehalten sein. Wir kümmern uns um euch. Und wenn es um Urgenzen geht, in Krankenhäusern, weil man mit den Ärzten selbst nicht sprechen kann, weil sie vielleicht ein bisschen, ich sag einmal, kein Interesse für ein Gespräch haben, dann bitte alles per E-Mail schicken. Wir benötigen bei einer Urgenz prinzipiell, welche Klinik, welche Abteilung, welcher zuständiger Arzt, welche Operation soll in naher Zukunft vonstatten gehen? Ja, am besten auch die Sozialversicherungsnummer dazu und viele, viele Informationen. Je mehr Informationen wir haben, umso weniger kann der Arzt von seinem ärztlichen Schweige, von seiner ärztlichen Schweigepflicht Gebrauch machen bei unserem Verein. Ja? Je mehr wir wissen, je mehr wir schon mit den Daten an den Arzt herantreten, weiß dieser selbstverständlich, ja, von irgendwem muss ja der Verein die Daten haben, also ist das legitim, dann hat sich, vertritt er wirklich diesen Patienten und das hat bei uns bis jetzt immer sehr, sehr gut geklappt. Ja. Das hört sich gut an. Ich habe noch eine Frage noch mal zum Reisen. Also viele Menschen haben sich ja damals auch erpressen lassen, weil sie reisen wollten. Dann haben gesagt, okay, ich kam halt nur ins Flugzeug rein mit Maske, habe ich die Maske aufgesetzt, ich kam nur getestet rein und ich kam auch nur gespritzt rein. Habt ihr da schon Erfahrungen? Ich meine, oder wie sehen da die Zukunftsaussichten aus? Kommt man mit eurer Mitgliedskarte dann eventuell ungeimpft und ungetestet und ohne Maske in Flugzeuge rein? So, Wäre diese das eure Karte, Hoffnung oder habt ihr eine Möglichkeit dann auch ja, zu sagen? folgendes. Diese Karte stellt im Sinne unserer Statuten, im Sinne unserer Projekte nicht einen Immunitätsausweis, sondern einen Immunitätsnachweis dar. Ja? Wenn es jetzt ums Reisen gehen wird, natürlich haben wir bis dato noch keine. Es gibt ja noch keine Verpflichtungen für irgendwelche Dinge, ja. Aber eines kann ich schon jetzt voraussagen, wenn sowas kommen würde, wo man natürlich nicht fliegen darf oder nicht reisen darf, generell mit Reisebüros und so weiter, dann werden wir dementsprechend auch ein neues Projekt beschließen. Ja? Ein Immunitätsprojekt nennt sich das. So in etwa, das ist jetzt nur mein Rohgedanke. Und dieser Schein. Dieser Vereinsschein, Immunitätsschein plus Immunitätsnachweis, ja, ist mitzuführen. Ganz einfach. Das wird hergezeigt und es steht auch auf den Immunitätsschreiben drauf, dass bei Ungereimtheiten, das haben wir genauso auch in der Patientenverfügung drinnen, bei Ungereimtheiten ist sofort das Präsidium zu verständigen. Wir sind zu kontaktieren. Wir klären auf und das funktioniert. Ja. Bei der Polizei funktioniert es bei uns, bei den Ärzten funktioniert es, Gesundheitsministerium funktioniert. Man muss nur wissen, was kann man machen, was darf man machen, wie weit kann man gehen. Und ja, und ein bisschen, man braucht auch sehr viel, wie soll man denn sagen, Fantasie ist der falsche Ausdruck. Man muss einfach ein logisches Denken haben, Hausverstand vielleicht. Ja. Ja, dann kann man viel daraus Ah, machen. lieber Chris, was du alles bewegst, finde ich super, aber ich muss jetzt leider schon wieder den lästigen Zeitwächter spielen hier, weil wir sind schon fast auf eine Stunde. Nicole, was denkst du dazu, was der Chris macht? Würde mich noch interessieren. Oh, ich finde das sehr, sehr spannend und großartig, dass Sie sich so einsetzen. Und wenn wir Impfgeschädigten auch noch die Chance haben, dass man zumindest die Maske dann nicht mehr tragen muss. Ich meine, ich selber würde generell Nein sagen. Ich habe vorher schon keine Ärzte kontaktiert, um mir einen Maskenbefreiungsattest zu holen oder sowas, weil ich eben auch Angst hatte, die Ärzte in Schwierigkeiten zu bringen und mich selbst auch. Und ich würde eher eine Strafe in Kauf nehmen, als jemand anderes zu gefährden jetzt, ne? Und ich finde das großartig, wenn ein Geimpfter dann auch diese Möglichkeiten hat, diesen Verein in Anspruch zu nehmen. Das wäre natürlich sehr toll. Ja, das kannst du ja vielleicht auch deinen Freunden, deinen impfgeschädigten Freunden, du bist ja da auch noch ein bisschen vernetzt in Norddeutschland, auch mal mitteilen, ne? Und auch den Verein hinweisen. Ich denke, ihr braucht mehr, auf alle Fälle, Christian, ihr braucht mehr deutsche Mitglieder, ne? Wenn ihr nur 500 habt bisher. Ja. Ganz kurz, ich würde überhaupt jedem empfehlen, einen Vortragsabend zu organisieren, egal wo, regional, sei es in Österreich, sei es auch in Deutschland,
Ich reise ja auch sehr viel nebenbei. Ich kann es mir ja durch meine Selbstständigkeit Gott sei Dank einteilen. Ich bin nicht von einem Chef abhängig. Ich bin ein Kleinbetrieb. Ich kann mir das, wie gesagt, so gut einteilen. Am besten organisiert einen Vortragsabend, bucht mich, ich komme zu euch und wie gesagt, der Vortrag dauert mindestens 3 Stunden. Ja, es ist so viel, dass ich hier in dieser Sendung nicht sagen kann oder oft, das geht sich einfach nicht aus, das ist zu groß. Bucht es einfach, wenn ihr mehr erfahren wollt und ich erkläre es euch live bei einem Vortrag. Ja, das ist das Einzige, was ich sage. Es ist egal, wo das ist, aber bitte, eins ist schon wichtig, nicht für 5 Personen. Das ist schon klar, ja. Ja, also hier erfährt man wirklich mehr als wie aus der Homepage. Ja, das muss ich schon auch dazu sagen. Ja, vielen Dank, lieber Chris, für deine Mühe, für dein Dabeisein heute. Auch dir, liebe Nicole, danke, dass du wieder in unsere Sendung gefunden hast. Carola, noch ein kleines Schlusswort deinerseits. Ja, wir suchen immer wieder spannende Interviewpartner. Also bitte, liebe Ärzte, Rechtsanwälte, Leute von Vereinen, wie auch immer, meldet euch bei uns, damit wir hier mit euch eine spannende Sendung zusammenstellen können. Auch Impfgeschädigte sind immer wieder gern willkommen, die von ihren Erfahrungen berichten. Und denkt bitte an unseren Verein, den Weißen Kranich, der nach wie vor Ärzte unterstützt, die immer noch gejagt und verfolgt und verurteilt werden zu Unrecht. Ja, während die anderen immer noch frei draußen rumlaufen. Ja, vielen lieben Dank und ich hoffe, dass wir die nächsten Sendungen dann auch wieder gut gestalten können mit tollen Gästen. Ja, Vielen Dank, dass du dabei bist und danke auch dir, lieber Zuschauer, dass du heute wieder in unsere Sendung gefunden hast. Sag's weiter, teil's gerne, dass wir eine höhere Reichweite dort auch erzielen. Wir machen diese Arbeit völlig unentgeltlich, Carola und ich, und wir suchen eben gerne immer auch Redner und freuen uns hier, wenn ihr das auch weiter sagt. Gebt's weiter eben, damit das ganze Geschäft ums Thema Impfen weiterhin aufgedeckt wird. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dazuschaltest. Danke noch an die Regie hier im Hintergrund, die das aufbereitet und ausstrahlt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ein nächstes Mal. Im Dezember 2019 kamen Gerüchte auf, dass in Wuhan, China, ein neuer SARS-Ausbruch aufgetreten sei. Die Regierungen behaupteten übereinstimmend, es gäbe keinerlei Grund zur Sorge. Hier in Kanada ist das Risiko weiterhin gering. In den sozialen Medien verbreiteten sich Videos von Menschen mit Krampfanfällen oder auf der Straße umkippten, weil sie angeblich an dem Virus gestorben waren. Einige Aufnahmen zeigten, wie die chinesische Regierung die Türen von Wohnhäusern, in denen sich infizierte Menschen befanden, zuschweißte. Im Februar 2020 begannen die Mainstream-Medien über den angeblichen Ausbruch des Virus zu berichten und darüber, dass Wuhan abgeriegelt wurde. In den darauffolgenden Wochen wurde auch die italienische Region Lombardei abgeriegelt. Und am 9. März 2020 verhängte Italien eine landesweite Abriegelung. 2 Tage später, am 11. März, rief die Weltgesundheitsorganisation, WHO, unter dem Vorwand eines neuartigen Coronavirus, das aufgrund ihrer Angaben eine Sterblichkeitsrate von 3,4% besaß, eine weltweite Pandemie aus. Mehr als 190 Mitgliedsländer der WHO, die alle gesetzlich verpflichtet sind, die internationalen Gesundheitsvorschriften zu übernehmen, verhängten in Windeseile den Ausnahmezustand und verhängten Abriegelungen, um einen Großteil der Weltbevölkerung unter Kriegsrecht zu stellen. Sie ordneten an, dass nur die wichtigsten Arbeitnehmer und Unternehmen arbeiten durften, denn es würde nur 2 Wochen dauern, um die Welle zu glätten. Gleichzeitig betonten sie jedoch, dass dies unser aller neue Normalität sei. Viele der zu Hause Eingesperrten sahen sich millionenfach Steven Soderberghs Propagandafilm Contagion mit Matt Damion und Gwyneth Paltrow an, der damit im März 2020 zum meistgesehenen Film auf Netflix wurde. Ein Film, der die Idee von Gesundheitspässen, sozialer Distanzierung und der Überwachung von Kontakten propagierte. Die Regierungen verlängerten die Anweisung, zu Hause zu bleiben, immer wieder, da sich ihr Narrativ von der Abflachung der Welle hin zur Fortsetzung der Maßnahme verlagerte, bis es einen Impfstoff gibt. In den Mainstream-Nachrichten wurde wiederholt behauptet, die Krankenhäuser ähnelten Kriegsgebieten.
6 Krankenhäuser in New York City sind jetzt bis an die Grenzen ausgelastetes Kriegsgebiet. Die Fälle verdoppeln sich, die Todesfälle nehmen zu. Wie wird das Personal jetzt nur mit der Krise fertig? Sie sagten, dass sich die Leichen stapeln und dass das Personal rund um die Uhr im Einsatz sei. Viele Krankenhäuser sind überlastet. Die Krankenhäuser sind überfordert mit den Patienten, die geradezu hereinströmen. In Jackson, Mississippi, stehen Krankenwagen bis zu 6 Stunden lang Schlange, um Patienten abzuladen. In Memphis und Los Angeles sogar bis zu 8 Stunden. Boris Johnsons oberster wissenschaftlicher Berater sagte, dass die Krankenstationen in Großbritannien einem Kriegsgebiet ähneln. Das nennen wir eine Katastrophensituation. Die Ärzte nennen es ein Covid-Kriegsgebiet. Menschen werden in den Fluren unserer Krankenhäuser sterben. Der Gouverneur verkündet, dass er mehr Leichensäcke und Kühlwagen bestellt hat, um die steigende Zahl der Todesfälle im ganzen Land zu bewältigen. Dennoch besuchten Bürgerjournalisten viele der gemeldeten Krisenherde und stellten fest, dass sie bemerkenswert ruhig waren. Ganze Parkplätze waren leer, ebenso wie die Wartezimmer, Flure und Patientenbereiche. Das gleiche Muster zeigte sich überall auf der Welt. Ich bin den ganzen Weg von Winnipeg hierher gefahren, um mir das mit eigenen Augen anzusehen. Und ich werde mit Ihnen hindurchgehen, damit Sie mit eigenen Augen sehen können, wie wenig hier los ist. Dies ist das Wartezimmer. Normalerweise wäre es voll mit Menschen, aber heute ist es völlig leer. Niemand ist im Krankenhaus. Eben. Niemand. Was ist los in diesem Land? Sie haben alle entlassen. Es ist also niemand mehr da. Da drin ist niemand. Niemand im Krankenhaus? Wie ist das möglich bei einer medizinischen Pandemie? Das sind Fake News. Das Elmhurst-Krankenhaus steht stark im Zentrum dieser Krise. Hier in der Stadt und auf dem Land, wo die Ärzte verzweifelt versuchen, mit der wachsenden Zahl von Patienten Schritt zu halten, während die Vorräte schwinden. Dies ist das Epizentrum der Apokalypse. Aber für mich sieht es wie eine Geisterstadt aus. Wo sind all die kranken Menschen? Wo sind die ganzen Covid-Patienten? Oh, hinter diesem? Nein. Jeden Tag stehen die Patienten hier draußen Schlange, viele von ihnen mit Erkältungen und grippeähnlichen Beschwerden. Und sehen Sie sich das an, niemand. Völlig leer. Da ist nur Polizei, kein Rettungsdienst, nichts. Sie können hinter uns Barrikaden sehen, die hier vor dem Krankenhaus errichtet wurden, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, weil so viele jeden Tag anstehen, um sich testen zu lassen. Wo sind die langen Schlangen von Menschen, die sich testen lassen wollen? Ich bin schon seit einer Stunde hier. Nicht eine einzige Person ist in die Zelte gegangen. Nicht ein einziger. Und sieh dir mal die ganzen Krankenwagen unten am Block an. Siehst du irgendwelche Krankenwagen? Schaut euch an, wie viele Leute Videos machen, weil niemand den verlogenen Medien mehr glaubt. Siehst du die ganzen Krankenwagen, die da unten im Block stehen? Sie sind alle geparkt. Sie stehen dort schon seit einer Stunde. Ein Kühltransporter wurde jetzt hierher gebracht, eine behelfsmäßige Leichenhalle. Hier ist der Kühltransporter für die Toten, aber keine Aktion. Die Krankenwagen der Stadt haben am Donnerstag fast 5.800 Anrufe entgegengenommen. Alle Krankenwagen geparkt. Keine Patienten. Niemand eilt irgendwohin. Tatsächlich haben wir hier ein paar Krankenwagen, die darauf warten, zum Einsatz gerufen zu werden. Hier sind ein paar fleißige, wahnsinnig fleißige Leute. Ja, sie sitzen an ihrem Handy und schauen Netflix. Und die Behörden sagen, dass dies leider erst der Anfang ist, da die Krise voraussichtlich 4 Monate andauern wird und uns der Höhepunkt des Ganzen noch bevorsteht. Also noch einmal, es gibt keine Menschenschlangen. Hier draußen herrscht kein Massenchaos. Ganz im Gegensatz zu dem, was Ihnen die Mainstream-Medien erzählen. In der Zwischenzeit ging der beunruhigende Trend von Tanzvideos aus Krankenhäusern im Internet viral, in denen Mitarbeiter des Gesundheitswesens in voller PSA choreografierte Tanzroutinen aufführen. Es wurde behauptet, es gäbe einen kritischen Mangel an persönlicher Schutzausrüstung. Das Krankenhauspersonal sei überfordert und die Menschen würden sterben. Und doch sahen wir weltweit zahlreiche Beispiele von Ärzten und Krankenschwestern, die in leerstehenden Krankenhäusern herumalberten. Man sollte meinen, eine Pandemie sei eine ernste Angelegenheit, vor allem für diejenigen, die an vorderster Front stehen. Die harten Fakten sind wie folgt. Es wurden Protokolle eingeführt, die die Art und Weise, wie wir Erkrankungen der oberen Atemwege behandeln, verändert haben.
Ältere Hospizpatienten wurden zu Unrecht an Beatmungsgeräte angeschlossen. Wie die Einrichtungen der Staatsuniversität Stony Brook und Old Westbury und das Krankenhausschiff der US Marine in New York. Menschen mit Atemwegssymptomen wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben. Andere wurden zusammen mit älteren Menschen in Langzeitpflegeeinrichtungen unter Quarantäne gestellt. Die Steuerzahler bezahlten leere Feldlazarette, die dann abgerissen wurden, meist ohne einen einzigen Patienten gesehen zu haben. Der Staat Colorado gibt weiterhin Millionen von Dollar an Steuergeldern für ein Feldlazarett aus, das nicht ein einziges Mal benutzt wurde. Wir haben Hunderte von leeren Betten in Wisconsins behelfsmäßiger alternativer Pflegeeinrichtung in Milwaukee gefunden. Die drei Ausweichkrankenhäuser des Bundesstaates bleiben geöffnet, aber leer. Die Zelte, die von vielen Krankenhäusern im ganzen Land aufgestellt wurden, sollten im Falle einer Überfüllung der Notaufnahme helfen. Laut SIPO wurden die Zelte auf dem St. Luke's Monroe Campus nie benutzt. Das Krankenhauspersonal wurde vermehrt beurlaubt und lebensrettende Maßnahmen wurden abgesagt oder verschoben. Krankenhäuser im ganzen Land kürzen die Gehälter und entlassen Mitarbeiter und Angestellte des Gesundheitswesens im Norden des Landes. Auch sie bekommen die Auswirkungen zu spüren. Die Notaufnahmen in der Bay Area scheinen ungewöhnlich leer zu sein. Wir haben einen 40-prozentigen Rückgang der Besuche in der Notaufnahme verzeichnet. Das ist ein Phänomen, das im ganzen Bundesstaat zu beobachten ist. Unser Aufkommen ist deutlich geringer als normal. Und das ist in der gesamten Bay Area zu beobachten. KPI EXNIEFS hat lokale medizinische Zentren befragt. Wir fanden heraus, dass die Besuche in den Notaufnahmen der Bay Area zwischen 30% und 50% zurückgegangen sind. Hunderte von Krankenhausmitarbeitern wurden in ganz Tennessee beurlaubt. 4.000 weitere Entlassungen wurden angekündigt, womit sich die Gesamtzahl auf 5.500 erhöht. Die Leiter der UW-Medizinkrankenhäuser müssen nun auch Kürzungen bei ihren Gehältern hinnehmen. Wurden Sie selbst beurlaubt? Ja, in der Tat. Heute habe ich frei, weil ich wenig zu tun habe. Warum zum Teufel sagen die Krankenhäuser den Mitarbeitern des Gesundheitswesens, dass sie während der größten Gesundheitskrise unseres Lebens zu Hause bleiben sollen? Die Realität ist, dass jeden Tag viele Menschen sterben, insbesondere bei einer stark alternden Bevölkerung. Wie sollten wir also die ständig steigenden Zahlen der Covid-Fälle und Covid-Todesfälle interpretieren? Wie genau und zuverlässig sind diese Zahlen? Es ist zwingend erforderlich, dass Sie die Informationen verstehen, die wir Ihnen zeigen werden. Denn die Elite will uns in Angst halten und weitere Abriegelungen nutzen, um ihre Agenda weiter voranzutreiben. Ich bin wieder ungeimpft, ungeimpft.